Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Tutorial. Wir machen das Format Craft Attack Expanded und das heißt, ja, Schaltungen und schöne Farmen, die in Craft Attack gebaut werden, die bauen wir einmal nach und ich zeige euch, wie es geht, weil es dann oft aus dem Zusammenhang der Videos oder der Streams nicht so ersichtlich ist, wie das so funktioniert. Ich habe mir heute die Dripstone, die Tropfsteinfarm ausgesucht, die Trimax braucht, um das Riesendick da zu bauen. Und habe das ein bisschen optimiert und zeige euch dann jetzt, wie das Ganze aussieht und wie das geht. Und ich würde sagen, wenn euch das gefällt, lasst einen Daumen oder ein Abo da und ein Kommentar würde mich auch freuen. Vor allen Dingen, was ich als nächstes mal bauen soll. Das wäre auch eine super Sache. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt als allererstes einmal an, wie es funktioniert. Bitteschön. So, wir haben hier unsere Farm. Hier sind unsere Flugmaschinen. Und die fahren los und ernten hier die Stalagmiten vom Boden und die Stalaktiten von der Decke. Dabei muss immer hier natürlich eine Ebene übrig bleiben, sonst wächst halt nichts mehr nach. Das wäre dann sehr schade. Dann ist die Farm kaputt. Okay, die wird getriggert hier durch diesen Beobachter. Und sobald der Stalaktit hier vor dem Beobachter eine Ebene weiter wächst, wird die Farm ausgelöst und die Flugmaschine, ja, bringt uns, erntet uns den Tropfstein. Das schießt hier gegen die Wand, fällt ins Wasser. Was bisher nicht aufgesammelt wurde, wird nun auf dem Rückweg auf diese Seite verbracht und fällt da ins Wasser und landet dann von hier aus gesehen in dieser Kiste. Und hier, oh, ist schon eine ganze Menge Zeug drin, sodass gar nichts mehr reinpasste. Alles klar. Und wie man das baut und was ihr dafür braucht, das zeige ich euch jetzt. Hier ist die Liste der Dinge, die ihr braucht. Die Erde meint hier eigentlich der Boden, auf dem die Farm gebaut ist. Aber wenn ihr nicht genügend Moosblöcke farmen könnt, dann könnt ihr stattdessen auch diese Erde nehmen. Dann braucht ihr allerdings einen Moosblock mindestens und Knochenmehl. Zum Bau der Anlage brauchen wir nun ein Feld, das mindestens 20 mal 16 Blöcke lang ist. Unsere Flugmaschine ist an der 16er-Kante und das ganze System ist halt erweiterbar, ja, nach den 20 Blöcken immer um weitere 9 Blöcke. Warum 9 Blöcke, werdet ihr gleich sehen. Wir nehmen es erstmal um diese Grundfläche von 20 mal 16 einen Rahmen. Und zwar habe ich mir als Material hier Bruchstein ausgesucht, weil es wirklich ein günstiges Material ist. Ihr könnt natürlich auch andere Blöcke nehmen, die das Wasser abhalten. Denn das füllen wir nämlich nachher hier in unseren Innenraum, den wir hier schaffen, hinein. So, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt suchen wir uns eine Seite aus und beginnen da an jedem Block einmal Wasser auszugeben. So, dann ist auch gut, wenn das keine Waterlog-Blöcke sind, damit das Ganze hier nicht schief geht. Jetzt endet hier irgendwie diese Wasserkante nach 8 Blöcken und da packen wir Packeis hin. Das heißt, wir tauschen diese Blöcke nun gegen Packeis aus. Packeis schmilzt nicht und hat gute Eiseigenschaften und ist nicht so teuer wie Blaueis. Ihr könnt natürlich auch Blaueis nehmen, das normale Eis würde ich nicht raten. Darauf kommen jetzt Druckplatten, damit ja hier nämlich die nächste Wasserkante, nämlich jetzt hier nicht nach dahin das Wasser abgibt, sondern nur in diese Richtung. Und jetzt wieder jeden Block hier einmal ausfüllen und ihr seht, wir haben hier einen Wasserstrom, der in diese Richtung bringt. Auch hier müssen wir noch einmal die Blöcke des Bodens durch Packeis ersetzen, so und dann einmal wieder die Druckplatte. Gut, nun nehmen wir uns einmal diesen Block hier vor, den machen wir jetzt einmal weg und dann brauchen wir auch einmal aus unserer Kiste unseren Trichter. Oh, haben wir schon hier Trichter und die Truhe. Die Truhe packen wir hier hin. Den Trichter machen wir die beiden Blöcke weg.
lassen wir da rein zeigen und den Trichter lassen wir in diesen Trichter rein zeigen. Ich zeige es einmal von unten, dass es klar ist, wie es aussieht. So führen die Trichter. Gut, jetzt brauchen wir noch einmal unseren Wassereimer. So, und auch lassen wir hier, da und da einmal einen Wasserstrom in diese Richtung weisen. Und auch hier können wir einmal wieder Packeisen nehmen, hier hinbauen und 1, 2 Druckplatten hinlegen. Ein letztes Mal Wasser und nun strömt das Wasser hier einmal in diese Ecke. Es ist auch nicht schlimm, wenn ihr beide Blöcke Wasser macht, aber der links, der eine, der reicht vollkommen aus, damit das hier funktioniert. So, und so sieht das jetzt aus und Gegenstände, die man jetzt hier hineinwirft, die werden auf jeden Fall in unser System hineingeschwemmt und gelangen in die Kiste. Das ist unser Aufsammelsystem. Wenn ihr das erweitern wollt, dann müsst ihr im Prinzip ab diesem Segment einfach denken, dass ihr noch einmal diesen Teil baut, also von diesem Wasserblock bis hin zu dieser Linie Packeis, packt das da dran und das hier ist dann im Prinzip immer das Ende eures Systems, eures Auffangsystems. Also könnt ihr das erweitern, ja, solange sozusagen eure Chunks euch tragen. Wenn wir nun so weit sind, dann kommt die Ebene, auf der unsere Stalagmiten wachsen. Stalagmiten sind die, die von unten nach oben wachsen. Dazu mache ich hier 1, 2 temporäre Blöcke und platziere hier einen Block. Wichtig ist, dass diese beiden Blöcke hier frei bleiben. Das gleiche mache ich an der gegenüberliegenden Seite. Auch hier 2 freilassen, 1, 2 hoch und einen daneben. Das machen wir deswegen in 2 Blöcken Abstand, damit man hier noch irgendwie zur Wartung oder so in den unteren Bereich reinkriechen kann. Man könnte es auch einen tiefer bauen. Ich finde es so schöner und angenehmer. Gut. Jetzt können wir natürlich die ganze Fläche hier von da nach da ausfüllen mit Moosblöcken, die ich vorher gefarmt habe. Oder wir machen es uns einfacher und machen stattdessen alles mit Erdeblöcke. Die hat man nämlich immer und das mache ich jetzt einmal fertig und dann zeige ich, wie es weitergeht. Wenn ihr das Ganze jetzt mit Erde ausgefüllt habt, dann reicht ein einziger Moosblock, den ihr hier irgendwo in der Mitte platziert. Und dann nehmt ihr Knochenmehl und verbreitet hier euren Moos auf der ganzen Fläche, auf der ganzen Erdfläche, so bis überall Moos da ist. Die Frage ist jetzt, warum muss Moos drauf? Moos hat eine tolle Eigenschaft in Bezug auf Schleimblöcke, denn Schleimblöcke bleiben nicht daran hängen und das heißt, wir können einfach mit unserer Flugmaschine, die wir gleich bauen werden, hier drüber fahren und brauchen keine Rücksicht darauf zu nehmen, dass uns die Flugmaschine an der Stelle, festfährt. Und das ist super, weil wir dadurch weniger Flugmaschinen brauchen. Und, da ist noch einer, fertig. So, wir können das Ganze auch so lassen, das farmt sich gleich von ganz alleine ab. Wenn wir jetzt soweit sind, dann gucken wir, wo wir unsere Flugmaschine starten lassen wollen. Das machen wir an der gleichen Stelle, wo auch der Wasserstrom startet. Dann müssen wir zuerst die Mitte finden und die finden wir an dieser Stelle, wo hier hinten da schon unsere Druckplatten sind, also da. Das sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke und der achte, das sind dann hier 2 übereinander gebaute Blätter. Warum eigentlich Blätter? Blätter haben eine tolle Eigenschaft, denn Schleim klebt nicht dran, ebenso wenig wie an den Moosblöcken. Darauf kommt jetzt ein Block Obsidian, darauf wieder ein Blatt, darauf ein Zielblock, darauf ein Blatt und darauf ein Obsidian. Okay, dann gehen wir mal zur anderen Seite rüber. Da müssen wir gucken, da können wir genau diesen daneben liegenden Block machen, den hier, und da lang gehen. Ah, sieht man auch hier, ist diese Stelle. So, und jetzt setzen wir hier 1, 2 Blätter hin. Da drauf kommt wieder einmal ein Obsidian. Jetzt auf den Obsidian ein Beobachter. Auf den Beobachter
ein Verstärker auf Stufe 2 auf den Verstärker einmal ein Blatt. Shift gedrückt halten, sonst verstellt ihr den Verstärker und darauf nochmal ein Obsidian. Jetzt müssen wir das hier hinten noch einmal ein bisschen verkabeln. Dafür brauchen wir einmal unseren Redstone-Staub und wir brauchen einmal einen Baublock. Wo haben wir sie? Ich habe hier den hellgrünen Beton genommen dafür. So, jetzt bauen wir hinter diesem Beobachter einmal einen hellgrünen Betonblock, einen soliden Block, der Redstone leitet, und da drauf jetzt einen Redstone-Staub. Und nun müssen wir einmal hier vor diesen Verstärker eine Druckplatte draufhauen. So, soweit, so gut. Das hat den Sinn. Auch das werdet ihr gleich sehen, welchen Sinn das hat. Genau. Denn wenn hier etwas vor dem Beobachter davor kommt, dann klappert die. Haha. So, sehr gut. Das ist unser Rückkehrmechanismus. Ihr werdet das gleich schon sehen. Gut, und jetzt als nächstes nehmen wir einmal unsere Schleimblöcke und bauen unsere Flugmaschinen. Wir setzen hier am Obsidian an und bauen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann einen Glasblock. Das gleiche machen wir eine Etage darüber auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann einen Glasblock. Jetzt brauchen wir einmal einen temporären Block und setzen hier einmal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und einen Glasblock. Und das gleiche unten wieder einmal ein temporärer. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und unseren Glasblock. Wunderbar. Jetzt müssen wir daraus noch eine Flugmaschine machen. Und das geht dann so. Wir bauen eine Fichtenholztür an diese Stelle. Ja. Dann bauen wir einen Beobachter hier so darunter, dass er auf diese Tür zeigt. Dann nehmen wir uns einen klebrigen Kolben und setzen den so dran, dass er hier so steht. Und von der anderen Seite auch einen klebrigen Kolben. Hätte man vielleicht vor dem Beobachter machen sollen. Oder von unten. Und setzen den so dran. Jetzt müssen wir noch einmal hier einen temporären Block hinbauen. Und einmal hier einen Beobachter drunter machen. So, fertig ist schon unsere ganze Flugmaschine. Wir brauchen derer aber zwei. Deswegen nehmen wir wieder einen Beobachter, zeigen hier auf die Falltür und setzen den hier so an. Und nun hätten wir den temporären Block einfach lassen können. 1, 2, setzen wir den zweiten Beobachter an diese Stelle. Und jetzt bleibt uns nur noch einmal hier und einmal da klebrige Kolben zu verbauen. Und letzten Endes ist das schon die ganze Zauberei, der ganze Mechanismus. Gut, jetzt funktioniert das schon ganz gut. Und jetzt füllen wir die Rückwände einmal aus mit Blattwerk, damit uns nachher unsere erfarmten Dinge nicht wegfliegen. 1, 2 Blöcke höher. So, und ich fülle das hier und auf der anderen Seite einmal auf und dann zeige ich, wie es aussieht. Und so sieht es aus denn mit den Rückwänden. Die Schleimblöcke können hier nicht festpappen und fahren von alleine dann auch los. Das ist ganz schön so. Und als nächstes ist jetzt dran, unseren Tropfstein endlich zu bauen. Darum geht es ja hier. Und wir müssen im Prinzip genau die gleiche Grundfläche haben, wie hier unten der Boden ist. Also an dieser Stelle 1, 2 temporäre Blöcke. Und dann geht es hier los. Und wir legen das Ganze einmal bis hierhin, bis 2 Blöcke vor der Wand. Und gehen auch hier die ganzen Blöcke einmal zur Seite, bis 1 Block zum Rand. Und wieder zurück, bis hierhin. Und ich mache das Ganze fertig und zeige euch dann das Ergebnis.
Das ist jetzt unsere Tropfsteinfläche und damit ja, die auch tropft, brauchen wir Wasser. Und damit das Wasser hält, müssen wir einmal einen Rand drum bauen, so wie wir es unten auch gemacht haben. Und wir machen, nehmen dafür auch unseren Bruchstein und ziehen einmal hier einen ganzen Rahmen um das Ganze drumherum. Na! Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns den Eimer greifen. So, und jetzt wird hier mit dem Wassereimer einmal hier die Fläche ausgefüllt. Ihr müsst euch nicht so viel Mühe geben. Ihr seht, es füllt sich schon ziemlich gut von alleine. Jetzt tropft es schon, aber es entsteht noch gar nichts, denn wir brauchen unsere Tropfsteine noch. Und jetzt müsst ihr die Spitzentropfsteine hier einmal unten drunter platzieren. Das ist halt das, was ihr machen müsst. Wenn ihr das Ganze noch nicht so weit habt, könnt ihr erst andere temporäre Blöcke hier nehmen und dann mit euren erfarmten Tropfsteinsachen immer weiter Blöcke und Spitzen ergänzen, damit ja, ihr die Farm Schritt für Schritt vergrößert. Ich mache das einmal fertig, denn das ist ein bisschen langweilig. Und so sieht das Ganze aus, wenn unsere spitzen Tropfsteine dann da dran hängen. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Triggermechanismus, der unsere Flugmaschinen, unsere Erntemaschinen auslöst. Jetzt muss das Ganze nur noch verkabelt werden und das geht ganz einfach. Hier unterhalb von dem Zielblock einmal unseren Redstone-Baublock, unseren soliden Block für die Redstone-Leitung hier lang ziehen, dann hier 1, 2 Stufen hoch und hier weiterziehen, bis wir hier in der Mitte ankommen. Die Mitte ist hier an der Stelle, also noch einmal hier und da, ups, da auch einen Block hin. Und dann machen wir da unseren Beobachter drauf, der Block kann jetzt weg. Und legen Redstone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bis hierhin. Dann müssen wir es einmal verstärken auf Stufe 2 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hier hinlegen. Fertig ist es. Und wenn jetzt hier ein Stalaktit wächst, passiert Folgendes. Unsere Maschine fängt an abzuernten und unsere Ernte saust hier in den Wasserstrom. Manchmal fallen noch Sachen daneben. Wenn ihr das vermeiden wollt, dann könnt ihr hier an dieser Stelle noch 2 Ebenen mit Gras als Abgrenzung verbauen. Und bevor ich mich verabschiede, kann ich euch noch kurz sagen, ihr könnt diese Farm nicht nur in diese Richtung hier verlängern, sondern auch hier in diese Richtung, indem ihr einfach das ganze Ding ja wiederholt dran baut. Und denn dafür ist dann auch hier gut, dass wir hier unsere Glasblöcke haben, denn dann wäre bei der nächsten Farm hier der Glasblock von der nächsten Flugmaschine und so kommt man sich nicht in Gehege und ich kann große Flächen mit meiner Tropfsteinfarm befüllen. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Wenn es so war, dann hinterlasst doch bitte gerne einen Daumen. Das würde mich sehr freuen. Und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, macht's gut, gießt mal wieder eure Blumen oder eure Tropfsteine und vor allen Dingen tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Tschüss!